Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Ungleichbehandlung der eingetragenen Lebenspartnerschaft und der Ehe ist verfassungswidrig. Das ist der Stand. Sie haben selbst im Koalitionsvertrag eine Vereinbarung getroffen gehabt, dass Sie sagen, Sie wollten die einkommensteuerrechtliche Gleichstellung. Nichts haben Sie getan. Nichts. Sie haben dann nicht mal vor kurzem dem Vermittlungsergebnis zugestimmt, als wir Ihnen noch mal den roten Teppich ausgerollt haben, dass Sie sagen können, ja, wir tun jetzt was. Nein, Sie haben sich bewusst entschieden, zu warten auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und ich sage Ihnen, Sie haben damit mehrfachen Schaden verursacht. Sie haben natürlich den Betroffenen gegenüber gesagt, mag ja sein, wie es ist, ist uns egal, wir warten jetzt erstmal. Ihr bekommt nichts. Sie haben zweitens natürlich uns geschadet, insgesamt der Demokratie. Denn es kann doch nicht angehen, es kann nicht angehen, dass wir Politik auf eine Art und Weise machen, dass Sie einerseits den Ultrakonservativen sagen, macht hier, wir beschließen noch mal auf dem Parteitag, geht alles nicht, eingetragene Lebenspartnerschaft ist nicht gut. Und andererseits sagen, ja, dann warten wir aufs Urteil, wir wissen ja alle, wie das Urteil ausgehen wird, dann können wir den Ultrakonservativen sagen, wir konnten nicht anders, und den anderen sagen, jetzt ist es aber durch. Das ist billige Taktiererei, das hat doch nichts mit Politik zu tun. Ja, und Sie haben damit zudem Homophobie in der Gesellschaft befördert, weil Sie immer wieder transportieren, dass denn diese Leute sollen jetzt einen Antrag stellen. Die können das nicht ganz so gut. Seien Sie sich darüber im Klaren, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und deshalb unterstützen wir natürlich hier den Antrag, heute hier und jetzt die Tagesordnung zu ändern. Und bitte schön, die Rückwirkung können wir natürlich sofort hier im Parlament beschließen. Dazu haben wir dann die Ausschussberatung. Das werden wir auch tun. Rückwirkung muss natürlich sein. Und ich sage Ihnen, wenn Sie sich hier einen solchen ideologischen Kampf liefern, um 23, ja, ich sage Ihnen das, es ist ein ideologischer Kampf, den Sie hier vom Zaune brechen. Und wer die letzten Debatten nachgelesen hat oder gesehen hat, der hat natürlich sehr wohl registriert, dass die CDU-Fraktion sich entschieden hat, diejenigen, die moderner denken, nicht zu Wort kommen zu lassen, sondern wirklich Herrn Geis und andere, auch Frauen, die dann hier also Thesen von vorgestern vertreten. Das ist die Realität. Und ich sage Ihnen, das Lebenspartnerschaftsgesetz war sicher von Beginn an etwas schwierig konstruiert. Denn es hatte vereinbart gleiche Pflichten, aber nicht gleiche Rechte. So, und wir müssen dem Bundesverfassungsgericht dankbar sein, dass es auch in der ständigen Rechtsprechung in den letzten Jahren hier für Klarheit gesorgt hat. Und ich möchte ausdrücklich auch ein Dankeschön aussprechen an die Beschwerdeführer und an die beiden Rechtsanwälte, an den Rechtsanwalt Dirk Siegfried und die Rechtsanwältin Maria Sabine Augstein, die es letztendlich auch ihrer Beharrlichkeit, ihrer Klugheit zu verdanken ist, dass wir ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bekommen haben. Und ich finde, dafür haben Sie einen Applaus verdient. Wir werden natürlich dafür stimmen, dass die Ungleichbehandlung zwischen der eingetragenen Lebenspartnerschaft und der Ehe beendet wird. Ich sage aber gleichzeitig, und das ist im Urteil auch nachzulesen, dass sie historischen Gang noch mal zum Ehegattensplitting sehr detailliert aufführt. Das Ehegattensplitting steht natürlich zur Disposition, weil wir überlegen müssen, ob es noch zeitgemäß ist, damals eingeführt, um die Mutter als Hausfrau wieder, also wieder in das Haus, die Frau wieder als Mutter und Hausfrau, an den Herd zu binden. Und das ist überholt. Wir brauchen heute eine moderne Familienförderung. Und deshalb jetzt die Beseitigung der Ungleichheit, jetzt und sofort, vor der Sommerpause. Und dann lassen Sie uns in Ruhe noch mal überreden, wie wir unser Steuerrecht moderner und gerechter gestalten. Danke. Das Wort hat nun Jörg von Essen. Vielen Dank.